So, weil jetzt erkunden wir mal Ondula. Aber erstes Pokémon Center, ich hätte jetzt gar nicht rausgehen müssen, aber was so ist. Okay, was hast du denn zu sagen? Hallo, junger Mann. Du hast in Ondula ein großes Anwesen. Da muss aber jemand ziemlich reich sein. Hier eine kleine Aufmerksamkeit für dich. Was? Ich habe ein Anwesen, was? Schon wieder eine schöne Schuppe. Na gut, dann kann man zwei Meloticks entwickeln, zwei Waschmal entwickeln. Es lohnt sich bestimmt, wenn du sie einem deiner Pokémon zum Tragen gibst. Nämlich Barschwa. Barschwa ist das Pokémon, das sich entwickelt, wenn man es eine schöne Schuppe gibt. Erkunden wir erstmal die Stadt. Ondula. Die Stadt, in der die Wellen kommen und gehen. Das Meer, der Ursprung alles Lebens. Das Meer, Wasser, soweit das Auge reicht. Du bringst deinen Pokémon am besten diese Attacke bei. Dann kannst du nämlich volle Kanne ins kühle Nass stürzen. Hier ist VM6, Taucher. Eine VM, die auch in der dritten Generation vorhanden ist. Die VM erhält die Attacke Taucher. Es gibt an der Meeresoberfläche manchmal so dunkle Stellen. Dort bietet es sich an, einen Tauchversuch zu starten und in die Tiefen des Meeres hinabzugleiten. Nun gut. Nein, nicht das. Hier bringen wir Taucher 1 unser Pokémon bei. Ich will erst schauen, ob Taucher physisch ist, weil dann könnte es ja. Taucher ist physisch. Okay, welches Pokémon wollen wir uns denn beibringen? Saiyajin. Naja. Kaskade, Lake. Na komm, vergessen wir Lake, dann machen wir halt Saiyajin zu einem VM-Slave. Und es kann Taucher. Nun gut, jetzt brauchen wir noch eins. Wo finden wir eigentlich Blitz? Blitz müssten wir als TM, glaube ich, haben. Mich wundert, dass Blitz keine VM mehr ist, weil Blitz war ja früher seit der vierten bis zur vierten war Blitz ja eine VM-Attacke. Aber das hat sich mit der vierten Generation geändert. Da wurde es zu einer TM, keine Ahnung warum. So, welche Attacke wollen wir denn vergessen? Komm, mach mal Bürde weg. Bürde ist nicht so der Hits. Außerdem setzen wir die eh nicht so oft ein. Okay. So, das Haus haben wir schon durch die Lupe genommen. Und hier geht's noch in ein Haus. Das leer ist. Wow. Interessant. Bin begeistert. So, wo geht's denn hier lang? Wow, schon wieder ein leeres Haus. Eine Geisterstadt oder was? Und der Fernseher läuft noch, also. Lassen die einfach ihr Fernseher so, so laufen. Dieses großartige Anwesen ist Eigentum von Zasta-Dynastie. Oh Gott. So, hier finden wir ein Riesen-Nugget hier oben. Das können wir verkaufen. Zu einem Wucherpreis, glaube ich, von 10.000, also ja. Oder so, K. Und was bist du für einer? Du siehst ja total gelangweilt außen. Du hast anscheinend nichts zu tun. Aber ich würde mich anbieten, einen Pokémon-Kampf mit dir auszutragen. Na? Gerne. Lass uns kämpfen. Von Zasta Drake. Er hat ein Bammelin. Ich hasse Bammelin, muss ich euch sagen. Weil das hat mich in der Platin-Edition sowas von genervt. Zephyr! Weil es immer schneller war als meine Pokémon. Also Bammelin ist ein Pokémon, das man in ein Team reintun sollte, was auf Geschwindigkeit spielt. Klingensturm. Na gut, dann tauche ich mal unter. Und ein Klingensturm geht es daneben. Und Bammel ist down. Ja. Und sehr viel Kohle kriegen wir natürlich auch, nämlich 12.000 nur für dieses Bammelin. Du gefällst mir. Komm mit mir nach Hause. Es gibt da etwas, was ich dir zeigen will. Okay. Oh, ein großes Haus. Da möchte ich auch gerne mal leben.
Echt klasse hier, oder? Richtig schön geräumig, was? Bitte fühl dich im Anwesen meines alten Herrn ganz wie zu Hause. Leider gibt es hier absolut nichts zu tun. Hier herrscht einfach nur pure Langeweile. Alles, was mein Papa interessiert, sind alte Artefakte aus irgendwelchen Ruinen. Sag mal, dir ist doch sicher auch hin und wieder langweilig, oder? Dann komm doch morgen wieder vorbei. Ich trete gerne nochmal gegen dich an. Ja, gegen den kann man jeden Tag kämpfen. Nämlich insgesamt 7 Mal. Und das Besondere ist, immer wenn man gegen den gekämpft hat, kommt ein neuer hinzu. Und dann, wenn man nochmal gegen den kämpft, muss man gegen den kämpfen und dann gegen der, wo ein neuer dazugekommen ist. Und dann kommt wieder ein neuer dazu. Also es wird immer einer mehr, könnt ihr euch so vorstellen. Und für jeden Sieg kriegt man sehr viel Kohle und leveln kann man natürlich auch sehr gut viel. Ja, und der, an dem können wir seltene Reliquien verkaufen. Die werden wir in diesem Part auch finden. Lauter Sonnenschirme. Also im Sommer ist Ondula besonders schön. Ein Wasserfall. Oh, Quatsch, ein Brunnen. Wie kommen wir auf Wasserfall? Kevin setzt Kaskade ein. Okay, so groß ist Ondula auch nicht. Ich glaube, die Stadt hätten wir schon davor. Das könnte es sein. Schauen wir mal noch schnell nach. Wir haben ja ein Fahrrad. Tatsache, das war schon alles von Ondula. Hier ist schon rote Fetzen. Naja, okay. Aber hier ist das Meer. Da können wir surfen. Machen wir es einfach mal. Und schwupps. Und hier ist ein wildes Wasser-Pokémon, das uns nervt. Und ich habe keinen Shopschutz eingekauft. Das wollte ich im letzten Part ja machen, genau. Habe ich jetzt aber vergessen. Das heißt, wir schwimmen jetzt sofort zurück zum Pokémon Center und holen uns ein bisschen Topschutz. Weil diese Viecher stören einfach nur. So, ich kaufe da mal 20, die müssten bis zum Ende des Let's Plays reichen. Hoffe ich. Topschutz, Topschutz, Topschutz. Ah, kaufen wir 30, das müsste sicherlich reichen. Okay. Okay, jetzt haben wir die Topschütze. Topschütze. Aktivieren wir es einfach mal. Na, hier nicht das. Da Item ganz oben, muss Maus einsetzen dafür. Zack. Riesennuggets. Wow, ich bin begeistert. Wo ist meine TMA? Achso, wir hatten noch Topschutz. Okay. Boah, wir hatten so viel Topschutz schon. Wir hatten noch 14 übrig. Okay, jetzt haben wir Topschutz bis zum Ende des Let's Plays und zwar hundertprozentig. 44, die können wir nicht einmal in 10 Parts ausgeben. Bucht von Ondula. Und was ist hier? Es ist hier sehr tief. Ja gut, tauchen wir einfach hier mal. Oh, ich hab Trinke! Und wo sind wir hier? Unterwasserruine. Unglaublich, erinnert mich an meinem ersten Let's Play in Pokémon Saphir. Da kann man auch tauchen. Allerdings hatte ich damals auf einem anderen Emulator gespielt, wo man nicht gesehen hat, was alles unter Wasser war, weil ja, weil überall Nebel unter Wasser zu sehen war. So, und hier gibt es verschiedene Sachen zum Holen. Nämlich hier gibt es Tafeln, die man Arceus geben kann und seltene Sachen, sage ich mal, so zum Beispiel ein paar alte Helle oder sowas. Und ja, die kann man auch für einen ziemlich günstigen Preis an dem alten Herrn da verkaufen von diesem Anwesen und man kriegt auch wirklich viel Geld dafür. Was ist da? Oh mein Gott! Die Wand hat sich bewegt. Du kannst nun durch die Öffnung gehen. Juhu! Und hier geht es oben offenbar nach oben. Möchtest du in das nächst höhere Stockwerk? Ja. Okay, wo sind wir hier jetzt? Unglaublich, unglaublich. Also hier kann man sich auch sehr leicht verlaufen. Und was haben wir hier? Alter Taler.
Okay, Schwimmen wir nach unten, dann hier nach... Nein, Sackgasse! Verdammt! Hier ist doch lang, ne? Also ich habe nebenzu ein Wiki offen, ich weiß nämlich den Weg nicht. Oh mein Gott! Ein dumpfer Ton ist zu hören. So, hier ist noch was. Alter Dukat. So. Wir sind auf dem richtigen Weg. Hoffentlich reicht noch die Schrittanzahl. Weil nach einer bestimmten Zahl dann kommen, dann scheiße. Dann wird man wieder zurück an Anfang teleportiert und es wird es im Nebenmoment sein. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Was ist das? Alter, du Kart. Naja, hier kann man auch wirklich lang verbringen, hier in der Unterwasserruine. Und jetzt wird man wieder nach oben gespielt. Und jetzt sind wir wieder hier, okay. Blub, blub, blub. Oh, ich ertrinke! Naja, gut, holen wir uns erstmal die Items und dann schauen wir nach, wo wir dann hinkommen zum Endpunkt. Okay. Klick. Der Klang eines Schalters ist zu hören. Dum, 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 dum. So, mal schauen. Ich hole mal kurz die erste Karte raus aus dem Wiki. Okay. Ja, ich weiß, das ist Cheating. Daumen runter und so. Bla bla bla. Ja, komm. Lass mich doch in Ruhe, ihr Hater. Was haben wir hier? Eine Blitztafel verstärkt Donnerattacken. Was ist das? Von weitem ist ein dumpfer Ton zu hören. Oh mein Gott. Und hier ist noch ein Item. Es ist ein alter Heller. Ich bin wohl nicht gerade der Hellste, was? ja, hier haben wir eine Feuertafel, verstärkt Feuerattacken. Und, hier ist noch was. Fluchttafel. Also die Musik ist schon ein bisschen mysteriös, sage ich mal. Für Unterwasserverhältnisse schon sehr cool gemacht. Ein dumpfer Ton ist zu hören. Oh mein Gott. Ich werde ertrinken. Hier ist noch ein Item. Es ist eine Eisentafel, verstärkt Stahlattacken. Geht's denn hier entlang? Aha, hier ist noch was. Es ist ein alter Taler. Davon hat Dagobert Duck sicherlich genügend bei sich in seinem Geldspeicher gespeichert. So, und hier haben wir eine alte Statue. Der dumpfe Ton ist ganz in der Nähe. Oh mein Gott, ich werde sterben. Egal, dann sterbe ich hier halt. Alter Dukat. So, und jetzt kommen wir gleich in die Oberfläche und zwar genau jetzt. Blub, blub, blub. So, nochmal. Jetzt hole ich mal mit dem normalen Weg. Und zwar muss ich zuerst mal die Karte vergrößern vom Wiki. Moment. Okay, jetzt habe ich die Karte hier ganz offen. Oh, scheiße. Ich habe vergessen, wenn man nichts macht, wird man sofort wieder nach oben gespielt. Jetzt habe ich versehentlich pausiert. Das ist neu in dieser Edition. Oder beziehungsweise in der fünften. Okay. Der Weg ist jetzt offen und groß. Von mir, vor meiner hässlichen Visage. Oh, ich habe mich selber beleidigt. Betreten wir erstmal die Ruine. Unterwasserruine.
Okay. Warum habe ich vorhin hässliche Visage gesagt? Ich habe mich selber beleidigt. Oh mein Gott. Ich werde langsam verrückt und beleidige mich schon selber in Let's Play. Unglaublich. Also, liebe Hater, falls ihr jemanden haten wollt, ich habe es schon selber getan, okay. Ja, es müsste hier entlang gehen, oder? Ja. Oder? Nee, doch. Nee. Scheiße. Dann so, hier ist ein Item rechts, ne? Nee. Oh Gott, ich habe mich jetzt schon verlaufen. Ja, vielleicht finden wir es ja durch Glück. Nein, hier müssen wir ganz nach unten. Dann hier, dann dort, dann da, dann da. Und hier sind wir. Und warum öffnest du dich nicht? Oh. Ich glaube, jetzt sind wir in der Mitte der Unterwasserruine. Und hier erhalten wir eine alte Vase. So, hier ist noch so ein antiker Stein, den ich nicht lesen kann. Kann es jemand von euch lesen? Also ich kann es nicht lesen. Nur um Verdammnis zu hören. Item! Muss Item einsammeln. Gifttafel. Verstärkt natürlich Giftattacken. Ist ja logisch, ne? So, Ah! Sackgasse. Wie hieß? Und hier ist auch ein Item. Es ist eine Erdtafel. Verstärkt Bodenattacken. Okay. Der Dornfeldhorn ist ganz in der Nähe. Er wird uns töten. Was ist hier? Ein Wasserlauf. Die Welt geht unter. Nein, tut sie nicht, aber... Ah, wir sind immer noch hier. Ich dachte, wir sind jetzt an einem anderen Eingang und es ist wieder... MWS Pokémon. Hier ein Seemops. Ist ja süß. Ich wusste gar nicht, dass man hier Seemops fangen kann. Na gut, es ist ja auch Winter. Es würde erklären, warum hier Seemops hier auftauchen. Ich laufe einen Schritt nach rechts und es taucht ein Pokémon auf. Ey, wollt ihr mich nerven? Du schon wieder. Ich dachte... Du willst nicht mehr gegen mich kämpfen. Lass mich doch in Ruhe. So, hier tauchen. Diesmal weiß ich den Weg. Ich weiß den nicht mal. Ich muss einfach mehr Zeit lassen. Nicht einfach da durchrushen, sondern mir Zeit lassen. Dann finden wir schon den richtigen Weg durch die Unterwasserruine. Okay. Klick. Der Klang eines Schattes ist zu hören. Wir sind gefangen. Nein. Hilfe. Wir sind hier eingeschlossen. So. Jetzt müsste hier oben was kommen. Genau. Und da kommt nochmal was. Dann nochmal. Hier müssen wir hoch. Und, genau so. Und das nächste. Das nächste dann. Auslassen, nachdem dieser dumpfe Ton hier uns genervt hat. Dann hier, dann geht's dort lang, hier nach unten, dann da, bis zum Limit, hier wieder nach unten. Dann dort, dann dort, dann dort und jetzt sind wir hier. Der Fels verschiebt sich. Die Wand hat sich bewegt, du kannst nur durch die Öffnung gehen. Yo! Und jetzt hole ich mir die nächste Karte raus. Moment. Hey, das ist voll gecheatet. Ich hate dich jetzt. Okay, Eingang. Scheiße, wo ist denn, wo sind wir denn jetzt? Ja, ich weiß, wo wir sind. Okay. Müssen wir das nächste übersehen, dann hier nach rechts, dann nach oben, das auslassen, dann hier bis zum Rand,
Dann hier bis zum bis nach ganz oben, dann dort. Bis das nächste nach unten auftaucht, dann dort lang. Blub, 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 ja. Dann dort. Hä, muss man den von der Mitte ansprechen oder was? Warum geht es nicht? Hallo? Leute, die Karte hat mich hier hingeführt, aber. Warum geht. Achso, muss man hier Stärke einsetzen oder was? Ja, gut, dann setze ich hier mal Stärke ein. Nein, Fahrrad nicht. Unter Wasser Fahrrad fahren, habe ich auch noch nie gehört. So, welches Pokémon kann denn Stärke? Das ist Chuck Norris. Was? Moment. Verschiebbare Stein mit Blitz steht da, okay. Dann setzen wir einfach mal Blitz ein. Ich habe das noch nie gemacht übrigens, deswegen bin ich hier gerade so verpeilt. Okay. Jetzt gibt es hier zwei Wege. Ich nehme mal den hier. Und jetzt hole ich mir die Karte nochmal raus. U3 ist im Äther. Moment, ich hab's gleich. So, U3. Wir sind jetzt. Ah, okay. Dann gehen wir mal dort lang. Dort lang. Dort lang. Moment, ich darf mich nicht verwirren lassen. Sonst sind wir wieder am Anfang. Ah, ich weiß, wo wir sind. Dann dort und dann dort. Und hier müssen wir Stärke einsetzen. Genau. Stärke, Stärke, Stärke. Und hier geht's weiter nach oben. Und wo sind wir hier jetzt? Alte Krone. So, ich hole mal die Karte für die letzte raus. Vielleicht gibt es da hier irgendwas. Moment, ich hab's gleich. Moment, Moment, Moment. Hab's gleich, hab's gleich, hab's gleich. Okay, hier kann man bloß das Item Alte Krone holen. Und ich mache mal kurz Pause. Okay, sagen wir, jetzt haben wir die ganzen Sachen. Also nicht alle Sachen, aber wir haben halt den größten Teil der Sachen. Gehen wir wieder nach unten. Und holen uns noch das mit, was geht. Schauen wir noch die Karte raus, Moment. Ich hab's gleich. Hier ist die Karte, genau. Okay. So. Hier ist das Item Alter Reif. Und hier an der Ecke ist noch ein Item. Ah, Gott. So viel Zeit haben wir auch nicht mehr. Alte Vase. Und ich glaube, bis zum nächsten wird man gar nicht mehr kommen, oder? Mal schauen. Ja, sogar, wir haben es gar noch geschafft. Eine alte Statue. Und jetzt kommt gleich der weiße Lauf, und zwar genau jetzt, ja. Und aus und vorbei. Ja, falls ihr alle Items haben wollt, dann müsst ihr halt immer wieder runtertauchen, bis ihr die ganzen Items alle habt. Und ja, dabei kann euch der Pokéwiki helfen. So wie bei mir jetzt gerade. Oder ihr könnt euch, falls ihr geduldig seid, es auch so ohne probieren. Es liegt an euch. Also ja. So, jetzt möchte ich nochmal einen Topschutz rausholen. Denn hier gibt es noch Tränen auf dieser Route. Also im Meer. Und die möchte ich noch alle säubern. Damit wir hier die letzten Tränen noch in diesem Spiel besiegt haben. Ganz recht, das ist jetzt ein Part, wo wir alle restlichen Trainer in dieser einer Region besiegen werden. Wenn die Pokémon sich die Attacken um die Ohren hauen, das ist sehr faszinierend. Und es leckt bei mir, na gut, den Wiki kann ich eigentlich wieder schließen. Okay. Muschas. Hat eine hohe Verteidigung. Ist vom Typ Wasser und Eis, glaube ich.
Das heißt, ich setze jetzt mal Zappy Queen ein, auch wenn ich befürchte, dass Mulchhals uns mit einer Eisattacke angreifen wird, aber was soll's? No risk, no fun. Ausbruch. Er wird seine Initiative. Ne, sein. Ja, ihr seht ja selber, was da erhöht wird. Initiative, Spezialangriff und Angriff, senkt aber seine Verteidigung. Laubklinge, ja, für unsere Laubklinge, denn seine Verteidigung ist ja jetzt gesunken. Das würde unserem Laubklinge nicht überstehen, dieses Muschas. Und dem ist auch nicht so. Lampi. Elektrowasser, da können wir das Epic Queen draußen lassen. Ein Lüchen Lampi, ein Pokémon aus der zweiten Generation. Und Laubklinge killt ihn. So, was kommt jetzt? Apokalyp, die Hässlichkeit der Person kommt jetzt. Adventi kommen her, jetzt in dem Fall. Okay. Hallöchen. Na, schon mal einen Spukball gefressen. Bitteschön. So, das wird ein One-Hitten. Was? Hat überlebt. Oh nein, Hydro-Pumpe, fuck. Nein! Oh, Adventi hat auch überlebt. Da treffen sich wohl zwei ebenbürtige Geist-Pokémon aufeinander. Und Apokalyp ist down. Das war's dann mit der Faszination. So, und was bist du für einer? Mit der Attacke Taucher kannst du, wer hätte es gedacht, tauchen? Oh ne, echt jetzt? Ich dachte, damit kann man surfen. Naja, gut. Alexei. Weilmer, eins der größten Basis-Pokémon ever. So, Zappy Queen natürlich. Ne, Wasser, Pflanze gegen Wasser. So. Weilmer lässt sich nur mit Zappy Queen besiegen. Und Weilmer setzt Hydro-Pokémon ein. Weilmer hätte schon längst ein Weilord sein können. Weilord ist das größte Pokémon aller Zeiten. Oder sagen wir, das allergrößte Pokémon, das es gibt. So, weil alle Zeit ist definitionsmäßig falsch, ne? Weil Weimar gab es in der ersten Generation noch nicht. Und deswegen kann Weimar zu seiner Zeit nicht das größte Pokémon sein. Also zur Zeit der ersten Generation. Laubklinge. Und Weimar ist jetzt down, dieses zweite Weimar. Und jetzt kommt wahrscheinlich noch ein Weilord dazu, glaube ich zumindest. Mal schauen. Der bedauern 60 für Zappy Queen. Ja, er hat doch nur zwei. Na gut. Wenn es so geizig ist für einen Weilord. Wobei Weilord ein sehr starkes Pokémon ist. Hat sehr viele KP. Kann auch sehr gut angreifen. Und ist vom Typ Wasser. und ist das größte Pokémon ever. Wie sanft sich die Wellen in der Bucht von Undula doch wiegen. Schwimmerin Berenzie. Ne, Berenice. Corazon. Ist vom Typ her Wasser und Gestein. Ich glaube, das ist einzigartig, der Typ. Den Typ hat die Typ-Kombination hat nur Corazon. So, Zappy Queen, eine Pflanzenattacke wäre vierfach effektiv. Probieren wir es mal mit Laubklinge. Ja, die Laubklinge wird er nicht überleben. Wohl zum ersten Mal Pokémon Gold. Nee, Kristall habe ich die. Das war die erste Edition, die ich in der zweiten gezockt habe, wo ich zum ersten Mal gegen Corazon gekämpft habe. Da habe ich mir die Zähne daraus ausgebissen, weil Corazon damals immer Härten eingesetzt hat und sich immer geheilt hat mit Genesung. Das hat mich sowas von genervt, dass ich nicht klein gekriegt habe. Aber ich habe es dann später doch geschafft, sie zu besiegen. Meine Pokémon und ich schwimmen
Was, wir schwimmen immer zu. Und auch im Wasser wird gekämpft. Noch ein Schwimmer mit zwei Pokémon. Morlord vom Typ Wasser und Boden, eins aus der zweiten wieder. Ja, natürlich, Seppiqueen ist ja klar, warum tue ich Seppiqueen eigentlich nicht dauernd an erster Stelle? Ja gut, ich möchte Salz schon noch ein bisschen leveln, stimmt ja. Lehmbrühe, interessant. Die Attacke kann auf Sumpex. Lockwinge. Bam, bam, bam. Nur vierfache Effektivität. Ob Monat ist down. Was kommt jetzt? Enteron. Oh nee. Ist doch langweilig. Hallo Enteron. Damals, als ich meine Pokémon auf Level 60 trainiert habe, habe ich auch ständig gegen Enterons gefightet und immer gewonnen mit dieser Attacke hier. Ja, kein großes Ding, gegen Enteron zu gewinnen. In der ersten Generation, da hat es ja als starkes Pokémon gezählt, weil es angeblich noch Psycho-Attacken drauf hatte. So, konnte aber keine Psychokinese Enteron, konnte nur Konfusion damals. Ich schwimme für mein Leben gern und habe bisher nur gegen wilde Pokémon gekämpft. Dann müsst ihr jetzt gegen mich kämpfen. Okay, was hast du für Wasser-Pokémon? Finde ich gut, dass hier lauter verschiedene Wasser-Pokémon aus verschiedenen Generationen auftauchen. Also, das ist wiederum sehr gut gemacht von den Machern. Nicht ständig nur Tentara, Barschufts und so. Oder Carpathos. Nee, die kotzen einfach nur an. Tue ich mal Abwechslung reinbringen. Und zwar hole ich jetzt mal Streifi raus. Streifi. Cosmic Kraft. Erhöht, glaube ich, die Verteidigung. Und die Spezialverteidigung. Und das stark, glaube ich, oder? Na, normal, okay. Mich wundert übrigens, dass Sterndu Cosmic Kraft kann. Ja gut. Sterndu ist ja ein Stern-Pokémon. Ist ja logisch, ne? Und Sterne sind ja im Himmel und so. Ist eigentlich schon logisch, dass es Cosmic Kraft kann. Also es ist nicht unlogisch, allerdings bin ich ein bisschen überrascht, dass es Cosmic Kraft beherrscht. Was? Wie heißt der? Sviatoslav. Ein russischer Name. Oder? Russisch? Ja. Ist bestimmt ein russischer Name, oder? Keine Ahnung. Hier ist das männliche Apokalypse, sieht viel besser aus als das weibliche. Ich glaube, wenn ich mir eins fangen werde in meiner weißen Edition, werde ich mir das männliche fangen, weil das weiße sieht das weibliche sieht ja zum Kotzen aus. So, Wingull. Können wir leicht mit einer Donnerattacke besiegen. Wingull! Geh zurück zu deinem Bootsbesitzer. Aus der Höhenregion. Und tschüss. Level 64 für Streifi. Hat schon recht gute Level, unsere Pokémon. Alle Reden abzuklappern, ja, keine Ahnung. So schnell kann ich nicht lesen. Sorry, Game, but I can't read so fast. So, den haben wir schon. Tief in der Bucht von Undur gibt es einen versunkenen Tempel. Den haben wir schon untersucht, aber danke schön, dass du es uns nochmal sagst. Wo geht's denn hier lang? Na toll, nirgendwo. Okay, ich glaube, haben wir schon alle Trainer besiegt? Ich glaube noch nicht, ne, es sind bestimmt noch ein paar Trainer hier. Das würde mich jetzt ein bisschen wundern, wenn wir schon alle hätten. Mal schauen. Dachte ich mir, der Schutz wirkt nicht mehr. Okay, wir haben jetzt zum Glück mehrere noch. Nämlich noch 42. Das heißt, haben wir noch 41. Ah, hier ist noch eine. Hä? Okay, was ist das für ein Pokémon? Kein Barschiff, bitte. Sonst... Ah, Segelion, genau. Die Entwicklung von... Oh Gott, keine Ahnung. Seemobs, ne? Ja, Seemobs.
Was? Ach, bist du jetzt auch hier, um Cynthia schwimmen zu sehen? Wer ist Cynthia? Nein! Josephine! Sie hat einen Jurop. Jurop! 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 So, na gut, Jurop ist vom Typ Eis. Lassen wir mal Chuck Norris ran. Oh ne, Jurop ist vom Typ Wasser. Er ist bei der Entwicklung und kriegt den Eistyp hinzu, genau. Fällt mir gerade erst ein, wo ich Chuck Norris eingesetzt habe. Na toll! Na gut, wir haben zum Glück Eisheiler in Massen. Ne, haben wir nicht. Warte, fuck. Ne, Quatsch. Bisschen mehr. Na doch, ich war schon richtig. Statusheilmittel. Wir haben keine Eisheile mehr. Wie kann das sein? Ich dachte, wir haben tonnenweise Eisheiler bei uns. Naja, gut. Dann nehmen wir einen Hyperheiler. Hagelsturm. Du weißt schon, dass du dich auch damit selbst verletzt. Jurop wurde vom Hagel getroffen. Ja toll. Stärke. Vermöbel dieses Jurop. Nachschweif. Eine physische Wasserattacke. So, machen wir das Jurop platt mit Stärke. Kurzen Prozess. Okay, was kommt jetzt? Marmolide, das Pokémon mit den vielen KP. Da lassen wir natürlich Zeppelin ran. Okay, ja. Hallöchen, Marmolide. Du wirst jetzt gelockt klingt. Ja. Wird ein One-Hit-Kill, das kann ich euch jetzt schon sagen. Was? Okay, fail. Ich hätte nie gedacht, dass es die Loblinge survived. Und das so deutlich hätte ich nie gedacht. Oje, oje. Ja gut, jetzt ist es aber down. Es ist zum Glück nicht so besonders stark. Marmolide. So, Level 64 für Seppiquin und Josephine hätten wir auch erledigt. Jetzt nehmen wir uns Route 14 unter die Lupe. Aber zuerst zurück im Fliegen nach Ondula. Und schwupps. Dann Pokémon heilen, ne? Kennen wir ja. Pokémon heilen, ab ins Pokémon Center. Zu dieser nervigen Quatschtante. Herrlich, wir kommen im Pokémon Center. Schnauze. Dann machen wir noch die Route und dann beende ich den Part. Und dann geht's im nächsten Part weiter mit der Höhle der Schulung. Danke, deine. Ja, komm, lass mich in Ruhe. Sexuelle Belästigung. So, wo ist unser Fahrrad? Fahrrad, Fahrrad, hier. Ab zur nächsten und letzten Route, die wir noch durchsuchen müssen. Route 14. Gut. Okay, hier ist nichts. Hier ist ein Angler. Ein wahrer Angelmeister ist unschlagbar, wenn es um Timing geht. Das kannst du laut sagen. Okay, vier Pokémon hatte. Schmerbe. Na gut, wir werden hier in diesem Part mit Wasser-Pokémon bombardiert. Lassen wir einfach mal Saiyajin raus und ich greife mal an mit Eisstrahl. In der Hoffnung, es einfrieren zu können. Na gut, ist leider nicht eingefroren, aber es macht nichts. Es hat ja sehr viele KP verloren und das ist auch was zählt. Und dann mit Eisstrahl. So, Tiefkühlschmerbe. Welser. Na, wie wär's mit dem tiefgekühlten Wels heute Abend? Kein Problem. Okay, erst einmal ab in die Gefriertruhe mit dir.
Blazard ist ein sehr starkes Pokémon, muss ich sagen. Ich glaube, das werde ich mir holen in meinem nächsten Let's Play in der Höhenregion, was noch lange, lange dauern wird. Ja, ich kündige hiermit an, ich werde irgendwann mal nochmal ein Let's Play zur Höhen machen. Vielleicht Let's Play Rubin oder so. Ja, das wird ziemlich sicher Rubin sein, genau. So, und jetzt haben wir den Vels in Stücke zerhackt und jetzt können wir ihn essen. Yum, yum, yum. Okay, Carnivana, mach mal einen auf Bear Grylls und essen lauter Fische heute Abend, und zwar roh. So, neue Laubklinge. Ist zwar stachelig, dieses Carnivana, aber das macht nichts. So. Ja, komm, das sind jetzt die Stacheln von Carnivana, aber das macht nichts. So, welchen Fisch essen wir jetzt? Was, einen frischen Krebs? Okay, lecker, lecker Krebs. Habe ich noch nie gegessen, muss ich sagen. Soll angeblich sehr gut schmecken. So, Krebse, eine Delikatesse. Lecker. Lauter Meerestiere heute zum Essen. Okay. Hast du noch etwas? Ich habe immer noch Hunger. Ach, was soll ich sagen? Mein Timing war nicht ganz perfekt. Okay, hier kann man surfen. Wo der Weg hinführt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eine Sackgasse. Yep, es ist eine Sackgasse. Und hier an der anderen Seite wahrscheinlich auch. Ah, hier ist ein Wasserfall. Schütz wirkt nicht mehr. Okay, hier ist ein Karatekämpfer. What else? Eine Brücke, zwei Trainer. Die Pokémon in... Yes, in Kinch. Der Stoff aus dem Legenden sind. Kinch, was ist Kinch? Ich habe keine Ahnung. Ist es irgend so ein Begriff aus der Kampfkunst? Oh, Rasaf. Na gut, freut mich mal ein anderes Pokémon zu sehen außer Wasser. Kaskade. Ja, hat sehr viel abgezogen. Oh, Nahkampf. Ja, gut, Seilchen ist down. uncool, naja. Okay, Serpentine. Komm her. Siehst du dieses Rasaf dort? Es hat unser Seilchen getötet. Verpasse ihm meine neue Frisur. So, und tschüss. Irokrex. Ja, komm, lass mal Seilchen nach draußen. Ey, Quatsch. Serpentine, meine ich. Locklinge. So, ich glaube, Irokrex braucht auch eine neue Frisur. Selbstqueen, die Friseurin, die Friseuse. Friseuse, das heißen doch weibliche Friseure, oder? Also weibliche Friseure heißen doch Friseuse, oder? Power Punch, komm. So was funktioniert bei mir nicht. So, Laubklinge. Ich sagte, Power Punch funktioniert bei mir nicht. Kommt es nicht, geht es nicht in deinen Hirn rein? Oder hast du überhaupt eins? Weil mein Laubklinge die schon so oft auf den Kopf gedacht hat. Also, er muss echt ein Optimist sein, wenn er denkt, dass Power Punch hier bei so wenig KP noch trifft. Also 65 für Selbequem Quacko. Eins aus der ersten Generation. Würde ich auch mit gerne im Team haben wollen, bei einem Let's Play von mir. Aus der ersten Generation zumindest. Ist schon Typ Kampf und Wasser. Ich wusste bislang noch nicht, also ich weiß noch nicht so lange, dass Quacko noch den Typ Kampf hat. Weil, ja. Ich wusste schon, dass es ein bisschen kämpferisch ist, aber ich hätte nicht damit gedacht, dass es noch vom Typ Kampf ist. Weil ich dachte, es immer, das wäre vom Typ Wasser. Inklusive seine Vorentwicklungen. Naja. Es gibt ja auch noch Quacko, das ist ein anderes Pokémon.
hat allerdings nicht den Typ Kampf und daher würde ich sagen, dass Quappo der Stärkere von ihm ist. Du bist der 99. Trainer, den ich begrüße. Lass uns kämpfen. Nun gut, okay. Backpacker. Frumke. Ne, komm auf. Ein Pokémon, das wir in unserem Saphir-LP drin hatten. Als Team-Pokémon, das sich zu Kamerupt entwickelt hat. Ach, hier kommen lauter Erinnerungen hoch an Saphir-Let's Play. Na gut, hier kommen auch viele Höhen-Pokémon. Risiko-Tackle. Hat Stärke von 120, glaube ich. Ist aber sehr ungenau. Nahkampf. So. Kann man Kamele essen? Bestimmt. Man kann ja alles essen. Wenn man ein Big Wheels ist, kann man echt alles essen. So. Thumbcase ist down. Okay. Was steht denn da auf dem Schild? Tipps für Trainer. Wenn du deinen Pokémon-Typ im Trainerpass änderst, wird das im Konix Club und im Passier-Logbuch für andere Leute auch entsprechend angezeigt. Es ist immer eine gute Idee, den Trainertyp deiner Trainer-Zitat deinem Wesen anzupassen, um dich so von deiner besten Seite zu zeigen. Oh Gott. Und was suchst du ein Schild auf dieser Route? Das könnte man dem Pokémon Center irgendeine Tüte geben. So, jetzt sind wir hier, das ist der Ort, an dem ich trainiert habe. Die Trainer haben wir schon, okay. Und damit würde ich sagen, wir haben jetzt alle Routen durchkämmt, der einer Region. Von Route 1 bis Route 15. Oder bis Route 15 oder hat die Route 16? Ja, von Route 1 bis Route 16 haben wir alle Routen durchkämmt. Jetzt fehlt nur noch die Höhle der Schulung. Und dann suchen wir die sieben Weisen. Aber die Höhle der Schulung mache ich erst im nächsten Part. Und die sieben Weisen im übernächsten Part. Und nach dem Part, also nach dem übernächsten Part, werde ich noch ein paar Trainer bekämpfen, die wir noch übersehen haben, also ein paar wichtige Trainer. Ja. Und dann werden wir die Top 4 nochmal herausfordern und Champ von einer werden. Indem wir uns einen epischen Kampf gegen, wie heißt denn der, Lauro stellen. Und dann ist dieses Let's Play vorbei. Dieses auch sehr lange Let's Play, muss ich sagen. Wir sind jetzt da schon bei Part 41. Also, boah. Mein Saphir-Let's Play hat 100 Parts gedauert. Allerdings hatte ich da nur 10 Minuten Parts und keine halben Stunden Parts wie in diesem Let's Play. Also ich würde sagen, dieses Let's Play war das längste, was ich je gemacht habe. Aber Details noch später, wenn wir Champ von einer sind. Gehen wir erstmal zur Höhle der Schulung. So, Top Shops. Fahrrad natürlich. Nein, nicht da. So, Höhle der Schulung. Gut, die machen wir im nächsten Part. Bis dann. Servus.